Rezepte für Ramadan. Heute zeige ich euch ein paar Rezepte, die ihr für Ramadan, für die Fastenzeit nutzen könnt. Ihr wisst ja, an Ramadan, wenn wir fasten, erneuern sich unsere Zellen. Sie haben die Gelegenheit, in Ruhe kranke Zellen abzubauen und gesunde richtig stark aufzubauen. Und wenn wir dann noch abends die richtigen, gesunden Lebensmittel unserem Körper geben, können sich die Zellen optimal aufbauen und wir somit einen widerstandsfähigen, starken Körper aufbauen. Ich habe ein Rezeptebuch dazu, das werde ich dir unten verlinken. Aber ich zeige dir auch ein paar wertvolle Rezepte, die du jetzt schon mitnehmen kannst. Ich habe letztes Jahr schon ganz viel tolles Feedback bekommen zu den Rezepten, weil wenn ihr abends hungrig über gesundes Essen herfällt, werdet ihr merken, dass ihr nicht erschöpft seid, nicht müde seid, dass es euch mehr Energie gibt und dass ihr auch die Tage an Ramadan viel, viel besser hinter euch bringen könnt. Sagen wir es mal so. Es wird einfacher und nicht schwerer, wenn ihr die richtigen Lebensmittel zu euch nehmt. Und die zeige ich euch jetzt. Ganz viel Spaß bei den Rezepten. Morgens kannst du dir einen grünen Smoothie zubereiten aus Babyspinat, Bananen. Morgens würde ich aber keine tiefgefrorenen Bananen nehmen, sondern normale, damit es nicht zu kalt ist. Ich habe noch Wildkräuterpulver da drin, findest du beim Rossmann, beim DM eigentlich überall. Da hast du nochmal mehr Nährstoffe drin, ein bisschen Zimt für den Geschmack, deine Hafermilch reingeben und dann hast du deinen grünen Smoothie voller Vitamine, Mineralien, dein Grünzeug, sehr flüssig, mit Obst, schmeckt aber auch wirklich lecker und süß. Wenn du sagst, ich mag aber keinen Smoothie, dann kannst du dir auch ein Müsli machen aus dem Urgetreide Kamutflocken, der enthält nicht so viel Gluten wie normale Haferflocken. Dann haben wir hier gekeimte Buchweizenkeimlinge, einfach einen Tag einweichen in Wasser. Buchweizen findest du auch beim DM und 2 Tage keimen lassen. Dann haben wir hier Hanfsamen, sehr viele Aminosäuren, also auch nochmal sehr wertvoll für deinen Körper. Ich habe Nüsse reingegeben, bisschen Zimt und bisschen Vanille. Dann hast du hier noch Rosinen. Also du schau immer bei Müslis, dass du diese Zutaten reinmachst, die du auch gerne magst. Du kannst statt Rosinen auch Datteln reingeben, Cranberries reingeben. Gibt es ganz, ganz viele verschiedene Sachen an Trockenobst. Mit Honig habe ich es jetzt hier schön miteinander vermischt und ein bisschen Kokosflocken noch eingegeben. Und das wird jetzt getrocknet. Das Tolle an diesem Müsli ist, ich bereite mir das immer auf Vorrat vor und behalte es dann in einer Glasbox für ein paar Wochen. Kannst du das dann aufbewahren. Ich trockne es jetzt hier im Dörrautomaten, brauchst du nicht, du kannst es auch im Backofen machen. Das sieht schon sehr, sehr lecker aus. Wenn du das jetzt backst im Backofen für eine halbe Stunde, ich würde sagen bei 150 Grad ungefähr, musst du mal gucken, wird das so schön knusprig und das kannst du wirklich sehr lange aufbewahren und dann jeden Tag dir ein bisschen rausholen. Dann hast du dann selbstgemachtes Müsli und musst es nicht draußen kaufen, voller Nährstoffe, selbstgemacht, ohne Chemie und ohne Zucker und schmeckt sehr lecker. Dann, wenn du sagst, ich möchte aber etwas Warmes, das richtig gut satt macht, gibt es hier den Hirse Porridge, auch ganz einfach in der Zubereitung und kannst du auch auf Vorrat zubereiten. Wenn du, also du hast alle Mengenangaben noch einmal unter dem Video. Wenn du sagst, ich möchte jetzt eines davon auf Vorrat zubereiten, also jetzt gerade zum Beispiel hier dieses Hirse Porridge, bereite nur den Hirse vor. Das heißt, du kannst ihn kochen mit Wasser und zum Beispiel Hafermilch und das kannst du dann, das Rezept einfach mal 3 und dann hast du es für 3 Tage im Voraus und jeden Tag würde ich die Früchte, die Nüsse und alles nochmal neu hinzugeben. Also wirklich nur den Hirse mit der Milch, mit dem Wasser, also Hafermilch, keine Kuhmilch, vorkochen und im Kühlschrank aufbewahren und morgens, wenn du aufstehst, einfach nur den Hirse nochmal erwärmen und dann all das dazu hingeben, was du sonst auch dazu geben würdest. Ich koche ihn immer hier mit Wasser und ein bisschen Hafermilch schon mal vor. Kannst eine Prise Salz reingeben. Danach habe ich jetzt hier etwas Honig und Erdnussmus. Ich persönlich finde das lecker, mag nicht jeder. Gebe das noch mit dazu, also so eine kleine Fettquelle, die das einfach für mich noch leckerer macht, damit ein bisschen Geschmack drin ist. Hier kannst du jetzt nochmal Zimt dazugeben, Vanille. Dann gebe ich hier noch ein bisschen Kokosflocken rein, das macht es auch noch mal ein bisschen süßer. Du kannst immer das hinzugeben, was du magst. Magst du Marmelade, gib Marmelade rein. Ein bisschen Hanfsamen, wertvolle Aminosäuren, die wirklich sehr, sehr gut für unseren Körper sind, die unsere Eiweißbausteine, also unser sehr wertvolles Eiweiß. Ich gebe jetzt hier noch Nüsse rein und Bananenchips. Und das ist ein Porridge, der wirklich richtig satt macht und Hirse enthält sehr, sehr viel gut verwertbares Eisen und es ist nicht, also es ist glutenfrei und es verursacht keine Säuren im Körper. Es ist basenüberschüssig, also wirklich eine ganz tolle Alternative, gerade für morgens, wenn du da satt werden willst. Ohne Couscous machen ja viele, Couscous enthält leider sehr viel Gluten.
Jetzt gehen wir weiter zum Maghrib, also zum Abendessen, was du nach Sonnenuntergang essen kannst. Da gibt es auch viele Möglichkeiten. Als erstes gibt es jetzt hier zum Beispiel einen Smoothie aus Feldsalat und tiefgekühlten Beeren. So hast du deinen Salat schnell gegessen und getrunken, ja, weil Essen dauert immer lange. Ich gebe immer Bananen rein, damit es schön cremig wird. Und dann diese tiefgekühlten Beeren findest du überall im Bio, beim Aldi auch manchmal. Beeren enthalten sehr viele Vitamine, das weiß jeder. Und auch die Farbe, das siehst du auch an der Farbe, die ist so stark. Das sind Antioxidantien, die helfen dir, deine Zellen vom Alter zu schützen, dass du nicht so schnell alterst. Viele Vitamine, Mineralien, dann diese Flüssigkeit. Du hast das Grünzeug aus dem Salat, dann nochmal das Obst in flüssiger Form. Schmeckt sehr gut, schmeckt sogar unseren Kindern. Und als erste Mahlzeit finde ich optimal. Ja, sehr, sehr lecker. Dann gehen wir weiter und machen was für unseren Darm. Und zwar gibst du deinem Darm jetzt wertvolle, lebendige Bakterien. Ich zeige dir jetzt eine Rohkostsuppe mit Miso-Pasta. Das machen die Asiaten ganz gerne. Die geben das ihren Kindern in Japan sogar zum Frühstück. Dazu brauchst du Miso-Paste. Die findest du in Reformhäusern, manchmal auch in Bioläden. Ich habe meins vom Regenbogenkreis bestellt. Die haben da verschiedene Pasten. Ich kann dir die Kichererbsen-Miso-Paste empfehlen. Benutze ich regelmäßig. Hier habe ich jetzt zum Beispiel einen Esslöffel dieser Miso-Paste. Das ist jetzt eine Soja-Miso-Paste. Die kaufe ich aber nicht mehr. Die anderen haben mir besser gefallen. Dann ein Stückchen Ingwer und Knoblauch ganz klein, eine Selleriestange und eine halbe Lauchstange. Das wird jetzt miteinander mit Wasser, mit wenig Wasser im Mixer gemixt und das wird dann unsere Rohkostsuppe. Als Beilage habe ich zum Beispiel Karotten in Streifen geschnitten und nochmal Lauch. Nimm aber bitte das, was dir schmeckt und was du magst. Und dann nochmal als Highlight nochmal Algen, die du aber auch nicht brauchst. Wirklich nur, wenn du möchtest, wenn du es hast. Algen kommen aus dem Meer, haben sehr viele Vitamine, sehr viele Mineralstoffe für deinen Körper. Ich benutze da eine kleine Menge, weiche die vorher im Wasser ein. Und wenn jemand sagt, ja, aber das Meer ist doch belastet, Quecksilber, Fische, bla bla. Fische sind Quecksilber belastet, ja, aber diese Algen im Normalfall nicht, weil Algen das einfach neutralisieren, diese Gifte. Jetzt habe ich das gemixt, Ingwer, Knoblauch, Wasser, Miso-Paste, Sellerie und Lauch und gibt es einfach zu meinem Gemüse. Bisschen noch Sesam darüber und die Algen und fertig ist die Suppe. Genaue Mengenangaben findest du nochmal unter dem Video. Jetzt gehen wir weiter zu einer Hauptmahlzeit. Das ist jetzt hier einfach, das sind Sommerrollen, nennt man die auch, oder Frühlingsrollen, aber in Rohkost. Sehr lecker und ich muss dir sagen, jeder, der bei mir zu Hause war, ob jung oder alt, Mann oder Frau, die haben dieses Rezept geliebt. Probier es unbedingt aus. Es sieht sehr lecker aus. Ich muss euch da ein bisschen verführen. Ja, es sieht sehr lecker aus. Das Reispapier habe ich aus dem Asialaden. Kannst du aber auch beim Rewe finden, wenn du irgendwo bei dir einen Rewe-Center hast. Gibt es, glaube ich, auch beim Edeka. Die Reisblätter nehme ich hier auf einen Teller und weiche sie vorher ein. Das dauert so ungefähr 30 Sekunden, dann werden sie schön weich. Da kann man sie auch schon nutzen und essen. Also man muss jetzt nichts kochen oder frittieren. Während das jetzt einweicht, kannst du nebenbei deinen Salat schon mal zubereiten, ohne es schon vorher zu würzen, das brauchst du nicht. Ich habe jetzt hier Fenchel zum Beispiel, Paprika, Petersilie, Koriander. Jetzt ist mein Reispapier hier schon eingeweicht, nach circa spätestens eine Minute. Und dann gebe ich auch schon meinen Salat dazu. Wie gesagt, einen ungewürzten Salat, der ist jetzt hier gewürzt, aber du musst ihn nicht würzen, weil sonst wird das alles nur zu feucht. Ich gebe jetzt hier noch meine Sprossen dazu. Wenn du wissen möchtest, wie man Sprossen keimen lässt, dann gibt es ein Video dazu, das ich dir unten verlinken. Oder guck, ich habe das jetzt hier auf Vorrat schon vorbereitet gehabt, den Salat einen Tag vorher. Oder du kannst dir auch die Sprossen aus dem Biomarkt kaufen. Einfach einrollen und fertig hast du wirklich ganz viele Nährstoffe auf einmal. Das Dressing ist aber wirklich das super Highlight hier. Ohne Dressing würde das Ganze nicht so gut schmecken. Ich zeige dir auch nochmal, wie das Dressing geht. Habe ich in einigen Videos gezeigt, aber ich wiederhole das hier noch einmal. Folgt mir nochmal auf Instagram, ja, nicht vergessen, unter MamiFit. Da zeige ich jeden Tag live, was ich gerade so esse und was ich gerade so zubereite für mich und für die Familie. Wie das Dressing geht, ist ganz einfach. Mach dir jetzt hier mach einfach mal Stopp, Bildschirmfoto und hol dir diese Zutaten. Wie du siehst, alles gesunde Zutaten, die sehr wertvoll sind für deinen Bauch. Und das alles in einer leckeren Joghurtsoße, wollte ich sagen. Nein, in einem leckeren Salatdressing. Ganz einfache Zutaten, aber man muss sie natürlich zu Hause haben. Ein paar Salatkräuter, Paprikapulver, Ingwer, Kurkuma, alles aus dem Bioladen. Ne? Also Kurkuma findest du oft im Bioladen. Auch nicht das ganze Jahr über. Wenn du es nicht findest, es ist nicht schlimm. Das kann man, also man kann immer Zutaten weglassen. Auf Ingwer würde ich jetzt persönlich nicht verzichten.
Miso-Paste super gut für deinen Bauch. Fermentierte, also wenn du jeden Tag etwas Fermentiertes isst, ist es super für deinen Bauch. Du stärkst damit dein Immunsystem und das auch noch auf leckere Weise. Ja, das ist ja das Beste. Auf leckere Weise kannst du das machen. Einmal durchmixen. Ich habe jetzt hier den Personal Blender. Alles schön cremig machen und fertig ist dein köstliches Dressing. Jetzt gehen wir weiter zum vorletzten Rezept und zwar, wenn du sagst, aber ich möchte etwas Gekochtes haben, ja, es muss ja nicht immer alles Rohkost sein, dann habe ich für dich eine nahrhafte Linsensuppe mit Blumenkohl aus dem Ofen. Das ist ein Rezept aus meinem Ramadan-Rezeptebuch. Ganz normal, hier hast du jetzt das Rezept, ich koche das jetzt nicht vor, aber du kannst einmal Stopp machen, Bildschirmfoto, die Suppe zubereiten, wie ich es dir zeige und dann nochmal Blumenkohl aus dem Backofen. Es schmeckt lecker. Früher hätte ich sowas auch nicht gegessen, so viel Gemüse auf einmal. Aber Leute, glaubt es mir, nachmachen, ausprobieren, nur dann weißt du, ob es schmeckt. Du hilfst deinem Körper dabei, schlank zu bleiben, voller Energie zu sein und trotzdem satt zu werden. Jetzt gehen wir weiter zum letzten Rezept, denn Lust auf was Süßes haben wir meistens alle, egal wie satt wir sind. Und ich zeige dir jetzt leckere, knusprige Kekse, die rohköstlich sind, voller Vitamine, die dich nicht dick machen, weil sie einfach kein Mehl enthalten, kein Zucker. Dazu brauchen wir Buchweizen, Sonnenblumenkerne, Kokosraspeln, Hanfsamen, gehackte Mandeln, Medjool-Datteln, Kakaonips und den Saft von einer Orange. Also es müssen keine Medjool-Datteln sein, die sind halt besonders süß, du kannst auch normale Datteln nehmen. Wir brauchen eine Küchenmaschine und einen Stabmixer und wir bereiten schon mal unseren Teig vor, der besteht aus den Datteln und dem Orangensaft. Einfach mal durchpürieren, das schmeckt schon richtig, richtig lecker. Jetzt die Hanfsamen dazugeben, dann ein bisschen Vanille, ganz wichtig, sonst schmeckt es einfach ein bisschen fad. Dann nimmst du deine Küchenmaschine, gibst da die gehackten Mandeln und Kakaonips rein, Kokosraspeln und dann wird einmal alles richtig schön zerkleinert. Das ist dann dein Mehl. Das gibst du jetzt hier darüber, über diese Masse. Und einmal nochmal die Sprossen darüber geben, deine Buchweizen und Sonnenblumenkerne. Einfach nur einen Tag vorher einweichen. Ja, einen Tag vorher einweichen und das kannst du dazugeben. Alles schön verkneten. Dann den Teig auf den Backblech draufgeben, auf dem Backpapier. Und backen. Ich würde dir jetzt raten, mach es einfach im Backofen, ja, für eine halbe Stunde, 180 Grad. Dann hast du auch schon deine Kekse. Und danach kannst du deine Formen ausstechen. Und fertig ist dein Süßkram. Wie du siehst, sehr leckere Rezepte, sehr wertvolle Rezepte mit guten Inhaltsstoffen, die du machen kannst, die dir aber auch schmecken. Sie helfen dir einfach, fit zu bleiben an Ramadan, nicht ständig müde zu sein und auf jeden Fall nicht zuzunehmen. Ja, auch ganz, ganz wichtig. Du hilfst deinem Körper aber auch dabei, dass du keine Verstopfung bekommst und dich immer wohlfühlst.